Punkt 14. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir den Punkt aufnehmen, bitte über zeitliche Zustimmung. Danke. Dann, gut, das war es von meiner Seite. Gibt es von eurer Seite her etwas? Doch, eine Frage zur Tagesordnung, und zwar warum beim Punkt Bürgerwünsche, da steht sonst immer dabei, welche Fraktion den eingebracht hat, und auf der diesmaligen Tagesordnung ist nicht der ÖVP dabei gestanden, obwohl es unser Punkt war. Du hast noch dann die Möglichkeit, noch zu dem Punkt Stellung zu nehmen. Okay? Gut. Da steht bei den anderen Tagesordnungspunkten auch nicht dabei, SPÖ. Also, das ist eine neutrale Gemeinderatssitzung. Nein, die sind ja alle viele da, oder? Somit ist er nicht, steht er nicht oben, das wäre jetzt was anderes. Im Kindergarten ist aber nicht. So, wir sind beim ersten Tagesordnungspunkt, Genehmigung und Fertigung des Sitzungsprotokolls vom 10.12. und 16.12.2013. Diesbezüglich hat es mehrere Anträge gegeben, seitens der Grünen-Fraktion, der Blau-Fraktion und der ÖVP. Wir beginnen gleich einmal mit den Einwendungen von der Blau-Fraktion als Beiträger. Er bittet darum um Aufnahme auf Seite 7 und Seite 8, wie auf der Leinwand dargestellt. Und wenn Sie das durchlesen haben, dann schreibt man zur Abstimmung. Grundsätzlich ist einfach zu erwähnen, wenn jemand Erweiterungswünsche im Protokoll wünscht, dann ist das nach dem, ganz einfach, nach einem Antrag zu tun, wo er dann eine kurze Begründung abgeben kann, warum er dafür oder dagegen gestimmt hat. Ansonsten besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas in das Protokoll nachträglich aufzunehmen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gebeten, da Ergänzung zu machen. Das ist das für ein Nachmittag. Es wird jetzt nicht diskutiert, ja. Es wird darüber abgestimmt, du hast einen Antrag gestellt, ja. Und alle können diesen Antrag lesen. Und ich bitte euch jetzt darüber abzustimmen. Und zwar stelle ich den Antrag. Da kann man selbst den Teil zeigen auf der Seite 7, was ich meine. Ich glaube, dass Sie alle vorne hinankennen, was ich da meine. Ja, es liegt noch in deiner Verantwortung, alle anderen Gemeinderatsmitglieder rechtzeitig darüber zu informieren, dass sie auch, wenn sie zur Gemeinderatssitzung kommen, informiert sind darüber, welcher Tagesordnungspunkt kommen wird und worüber sie abstimmen sollen. Weil schlussendlich ist die Gemeinderatssitzung nicht dafür da, dass wir uns da jetzt einmal kundig machen, was Sache ist, weil dazu ist die Vorbereitungszeit da und kannst du die Leute vorher informieren. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal da zur Zeitverteilung. Ganz einfach, was du hast. Vielleicht, wenn ich mal rechnen habe, ist auch mal. Kannst du das mal bitte vorlesen? Nein, nein, ich meine, es ist. Wann hast du das geschickt? Bitte schau mal. Es ist heute gekommen, gell? Ich war am Freitag dort, weil es bis jetzt möglich ist, dass ich vorher keine Ergänzungen machen habe können. Das geht nicht. Ja, das ist aber gut. Mir freut, dass das nicht geht. Das ist jetzt mal die Gemeindeordnung. Dass man keine Ergänzungen machen hat können, weil es nicht geht. Das ist rechtzeitig angekommen. Ja, aber es geht um die Information. Die Leute haben sich nicht informiert können. Aber unabhängig davon, wir haben alle den Antrag gesehen. Kann dieser Antrag bitte detailliert gezeigt werden? Wir waren an der Seite 7. Ich sehe da jetzt keinen Inhalt oder sonst irgendwas, man recherchiert muss. Er hat das so gebraucht, Entschuldige, und wenn der Diplomatschüler Breitecker seine Anträge in dieser Form bringt, dass sie nicht verständlich sind, bin ich nicht dafür verantwortlich. Und ich bin jetzt nicht dafür da, dass ich in der Eich nachrenne und da Kindergarten spüle. Also eins ist einmal klar, das haben wir im Umweltausschuss auch schon gesehen, ihr müsst sich vorbereiten. Dazu dienen die Gemeinderatssitzungen nicht zu vorbereiten. Das ist ganz klar. Die Gemeinderatssitzungen dienen dazu, dass wir noch einmal zu handeln. Nicht einmal du, niemand hat das Protokoll von der letzten Gemeinderatssitzung zur Hand gehabt und der Stefan den Vorschlag gemacht hat. Bitte, Entschuldigung. Ich habe den Vorschlag. Ist ein rechtzeitig abgeschickt worden. Ich habe nur eine prinzipielle Frage an den Amtsleiter dazu. Das heißt, es wäre rein rechtlich schon möglich, Punkte, Änderungswünsche im Protokoll von vornherein einzuarbeiten. Das heißt, man muss nicht einen Beschluss machen. Also der Beschluss ist die letzte Konsequenz, wenn der Herr Bürgermeister sagt, er nimmt es nicht auf, die Änderungswünsche. Was man braucht, das ist ein schriftlicher Einwand, der da ist. Und über diesen Einwand, ob er aufgenommen wird oder nicht, entscheidet dann der Gemeinderat.
Kommt kein Einwand, dann gibt es das Protokoll in dieser Form, im Prinzip ist dargelegt, ist es beschlossen, da brauche ich nicht abstimmen. Kommt ein schriftlicher, wie gesagt, schriftlicher Einwand, der ist ja da, dann muss man darüber abstimmen, wird er ins Protokoll aufgenommen oder wird er nicht ins Protokoll aufgenommen. Während der Gemeinderatssitzung gibt es in § 60 Absatz 2 auch die Möglichkeit, da steht drinnen, wenn ein Mitglied des Gemeinderates unmittelbar nach der Abstimmung verlangt, ist Zeit vor der Abstimmung zum Gegenstand geäußerte abweichende Meinung in die Verhandlungsschrift aufzunehmen. Dann haben wir schon während der Sitzung drin, dann kommt diese Variante nicht zum Zug. Jetzt eigentlich mit diesem Einwand ist das Abstimmungssache. Aber wie wäre das in dem Fall gewesen? Das kann man das ich darf es nicht einarbeiten als Protokollführer. Ja, aber den Vorschlag von Herrn Kitsch, der ist im Protokoll nicht drin. Das heißt, bei der Gemeinderatssitzung hätte ich sagen müssen, bitte diesen Vorschlag auf ins Protokoll nehmen. Ich habe es gerade vorhin aber erwähnt, welche Möglichkeiten da haben. Das erste Mal, jetzt bitte hier mal ganz einfach. Wir haben eine Gemeindeordnung, da steht alles drin. Das ist einmal ganz klar. Und vorhin habe ich das auch erwähnt. Wenn du etwas wünschst, dass im Protokoll drinnen steht, dann hast du Gelegenheit dazu, dass du nach einem Antrag, ob du jetzt dafür oder dagegen bist, wenn man dahinter steht, noch dann kundtust, wie du dazu stehst. In kurzen eigenen Worten, das auch den Protokollführer noch dann sagst. Das ist es. Punkt um. Nichts weiteres gibt es dafür. Und die Diskussion ist jetzt beendet. Weiter. Den nächsten Punkt bitte Rauchzahl jetzt. Den nächsten Antrag jetzt. Ja, darüber abzustimmen. Ja, ich kann auch kurz dazu sagen, wenn zum Protokoll gehen, man kann jederzeit was zum Protokoll geben und nicht nur nach der Abstimmung. Lies einmal die Gemeindeordnung bitte. Lies einmal die Gemeindeordnung. Dann würde ich einmal durchforsten, die Beschlüsse, ja, was die wir da herinnen gefasst haben, welche Beschlüsse und da ist rezipiert so, dass wir sagen, die Gemeindeordnung. Wir orientieren uns an der Gemeindeordnung. Wir orientieren uns an der Gemeindeordnung und damit hat sich die Sache. So, bitte. Den Antrag vom lieben Herrn Diplomischen Herr Breitbecker habt ihr gesehen. Ich stelle daher den Antrag, das Protokoll vom 10.12.2013 ohne die beantragte Änderung bzw. Ergänzung zu beschließen. Wer dafür ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Dann macht ihr das. Wie liest sie bei einem Positiv? Gegenstimmen. Ihr kennt es eigentlich nicht. Du zeigst euch jetzt, ich lasse es nämlich machen, dann stimmen wir alle tatsächlich. Ich weiß nicht, um was es geht. Ja, gut. Ja, wenn ich jetzt den Antrag nicht so stellt, dass man es versteht, kann ich nichts dafür. Aber jetzt war die Abstimmung. Gut, wir kommen zum nächsten Punkt. Entschuldigung, gerade früher hat es geheißen, nachdem es abgestimmt worden ist, kann man seine Meinung oder sein Statement dazu abgeben, warum man es abgestimmt hat. Bernhard, du musst dein Statement dazu abgeben. Okay. Ja, du hast die Möglichkeit. Jetzt kannst du das Protokoll vorlesen. Ich würde gerne diese Seite 7, dass Sie auch den Beamer gebraucht. Jetzt muss ich mir mein Laptop herum. Jetzt kann keine Zeit. Lies es einfach vor, bitte, weil anders wird es nicht möglich sein. Lies es vor, die ganze Seite plus Änderung. Ja, weißt du das auch nicht? Du musst das beim nächsten Protokoll machen. Wir haben jetzt Zeit. Ja, nein, wir haben nicht vor. Ja, das ist geschafft. Wie geht es Ihnen aus, dass es gut, wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Herr Stefan Helmreich. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar nicht zum nächsten, sondern zum nächsten Antrag von Herrn Stefan Helmreich. Er wird euch ja alle darüber informiert haben, was Sache ist. Nehmen wir mal an. Das sind, glaube ich, 2 Seiten oder 3 Seiten gewesen. Und schlussendlich ist ja jeder Antragsteller selber für die Information verantwortlich, so schnell. Die er zur Verfügung stellt. Und wenn er es nicht anders weitergibt, können wir natürlich da auch nichts machen.
Du, das nicht, aber wenn man die nur einseitig einschreibt und genau die kritischen Stellen herausbringt, dann ist das schon sehr bekannt. Gut, sind wir schon durch? Ja. Ich sage mal, die eigene Fraktion wird ja wohl informiert gewesen sein darüber, was der eigene Mann, welchen Eindruck das erstellt, oder? Wir möchten ja euch auch die Möglichkeit geben. Wir wissen es ja eh, wir haben es ja so durchgearbeitet in unserer Fraktion. Wir wissen Bescheid darüber. Also lieber Bernhard Breitecker, ich darf dich schon bitten. Wir sind in einer Gemeinderatssitzung und es ist ja nett, dass du dich mit dem Bürger unterhalten möchtest, aber das funktioniert so sicherlich nicht. Ich darf dich diesbezüglich ermahnen, an der Gemeinderatssitzung teilzunehmen und nicht an privaten Gesprächen in der Gemeinderatssitzung. Das ist so vorgesehen. Gut, sind wir schon soweit? Gut, ich stelle daher den Antrag, das Protokoll vom 16.12.2013 ohne die beantragten Änderungen bzw. Ergänzungen zu beschließen. Bei der Tür ist bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, Gegenstimmen. So, ich darf jetzt die Schriftführer zu mir bitten, das Protokoll zu unterfertigen. Beide. Wenn du mehr bei der Gemeinderatssitzung wärst, dann würdest du wissen, was du dort machst. Beate? Naja, entschuldige, du kannst aber nicht davon ausgehen, auf den vier Seiten vom Protokoll jetzt nicht reinkommen und dass wir unterschreiben. Okay. Deine Nichtstellungnahme nehme ich aber erst rein. Danke. Genau. Oh, aber gewisse Ordnung ist das schon. Du bist angesprochen, Das wisst ihr ja ganz genau, wie das funktioniert, wenn wir Asylgewehren, oder? Gut, wir werden am nächsten Tagesordnungspunkt beim Rechnungsabschluss 2013 und dazu darf ich unsere Buchhaltungsmitarbeiterin, die Frau Margit Stromberger, bitten, dass du so freundlich bist und den Rechnungsabschluss erläuterst. Wenn ich das kurz zum Pflicht habe und das ist Rechnungsabschluss. Bitte? Rechnungsabschluss zum Rechnungsabschluss ist das A. Achso, zuerst, entschuldige, ein Augenblick noch. Zuerst kommt noch der Bericht des Prüfungsausschusses, weil es muss ja bei jedem Rechnungsabschluss vorher der Prüfungsausschuss prüfen, klarerweise. Dazu gibt es ein Prüfungsausschussprotokoll mit der dazugehörigen Beantwortung, was auf der Leinwand projiziert wird. Bitte. Das ist die Frage. Ja, das ist doch, dass wir gemeinsam.
Ich darf es nicht fotografieren. Nein, egal. Du musst die Gemeinde machen. Doch, du stehst im öffentlichen Leben. Und darfst die Fotos stellen. Das stimmt. Das ist Gemeinde. Ja, nein. Dann gib mir nicht einmal die Hand. Das ist was Neues. Das ist